Hallo und willkommen bei How-To Buddies. In diesem Video schauen wir uns mal beim Samsung Galaxy A14 5G in unserem Fall das Thema Sperrbildschirm an, beziehungsweise PIN, Muster, Passwort, was ihr da nutzt, um euer Display zu schützen. Wir haben in der Ersteinrichtung bei uns das so eingerichtet, wenn ich mein Display sperre und wieder entriegel, dann wische ich nach oben und habe hier eine PIN. Und die ist bei uns einfach nur ein Dummy hier fürs Video, 4x0, ist nicht zum Nachahmen geeignet und dann habe ich mein Display freigeschaltet. Solltet ihr auf jeden Fall machen, schützt euer Smartphone. Ganz gleich, ob ihr PIN, Muster oder Passwort nutzt. Und wir wollen uns mit dem Thema jetzt mal ein bisschen genauer beschäftigen. Wir gucken uns das mal in den Einstellungen an. Ihr kommt zu dem Bereich, in dem ihr in die Einstellungen geht. Und hier in den Einstellungen auf den Punkt Sicherheit und Datenschutz. Da müssen wir hin. Und dann haben wir hier dieses Schloss hier oben und das Thema Sperrbildschirm. Bei uns sehen wir, dadurch, dass ich eine PIN vergeben habe, den grünen Haken dahinter. Und wenn ich da drauf klicke, dann habe ich hier nochmal zur Wahl Fingerabdrücke bzw. Sperrbildschirm. Ich klicke nochmal auf Sperrbildschirm. Und um da jetzt Änderungen dran vorzunehmen, muss ich diesen Bereich natürlich erstmal freischalten und das kann ich nur mit meiner PIN in diesem Fall, dadurch, dass ich eine PIN verwende. 4x0 in meinem Fall und dann habe ich das Ganze freigeschaltet. So sieht das jetzt also aus und wir haben hier oben unterm Bereich Sperrbildschirmtyp PIN, Passwort, Muster, Streichen, keine. Keine erklärt sich von selbst. Streichen bedeutet, dass ihr einfach nur einmal übers Handy wischt und es ist freigeschaltet. Das kann jeder, der einen Finger hat. Das ist also keine Sicherheit. Und dann haben wir noch Muster, Passwort und PIN. Passwort wollen wir in diesem Video mal ausklammern, denn das ist in unserem nach unserem Empfinden einfach viel zu komplex. Wenn ihr da wirklich Gebrauch von einem Passwort macht, wie man es nutzt mit Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen, das ist viel zu viel, um eben Display zu entsperren. Kann sein, dass einige das von euch nutzen und da auf Nummer sicher oder ganz sicher gehen wollen, dann macht das gerne. Für mich ist es im Alltagsgebrauch ein bisschen unpraktisch, wenn ich so ein langes Passwort oder so ein kompliziertes Passwort eingeben muss, um mal schnell mein Display freizuschalten. Wir gucken uns mal das Muster an, das mittlere Sicherheit bietet hier laut Samsung und dann seht ihr, dass wir hier jetzt diese 9 Punkte haben und wir sollen ein Entsperrmuster zeichnen. Dazu müsst ihr einmal den Finger auflegen auf einem der Punkte und am Ende einmal abheben und das ist dann euer Muster. Ganz einfach. Ich mache mal hier so ein Z zur Demonstration. Das Muster hat er gespeichert. Jetzt kann ich sagen, wiederholen oder weiter. Wiederholen kann ich, wenn mir das Z dann doch nicht gefällt. Aber in meinem Fall sage ich weiter und muss das Ganze jetzt nochmal zur Sicherheit bestätigen, damit auch klar ist, dass ich mich nicht aus Versehen irgendwo verzeichnet habe. Und dein Entsperrmuster wurde festgelegt als dieses. Ich sage bestätigen und dann kommt hier noch das Thema Remote-Entsperrung einschalten. Das klammern wir jetzt hier mal aus. Soll lediglich einmal hier darum gehen, wie wir unser Display freischalten, nämlich jetzt, wenn wir hochwischen mit einem Muster. Und wenn ich jetzt das Muster zum Beispiel falsch rum einzeichne, machen wir mal so, dann kommt hier, du hast ein falsches Muster gezeichnet. Alles klar. Machen wir mal lieber richtig, damit wir unser Display auch freigeschaltet bekommen. Und so einfach funktioniert das. Bei Muster gibt es immer so zwei Einschränkungen, die wir euch auf jeden Fall noch sagen wollen. Und zwar habt ihr das Problem, wenn ihr jetzt so 20 Mal am Tag euer Muster hier aufgezeichnet habt. Und wenn man das Handy mal so ein bisschen gegens Licht dreht, dann sieht man dieses Z durch die Fingerschlieren, die man nun mal hinterlässt, recht deutlich auf dem Display. Das heißt, jemand, der jetzt das Handy so vorfindet, peilt darüber und denkt, ach, das könnte ja wohl ein Z sein, mit dem der oder diejenige sein oder ihr Handy entsperrt und probiert das einfach aus. Und kommt da rein. Das verrät halt so ein bisschen unseren Code, den wir nutzen, um unser Display freizuschalten. Zum anderen ist es so, dass wenn ihr zum Beispiel im Bus sitzt oder wie auch immer, dass diese Fingerbewegung schon aus weiterer Distanz einfach besser zu erkennen ist, als wenn ihr eine PIN eingebt. Einfach durch diese Handbewegung. Deswegen ist das Muster, ist ja auch hier so bei Samsung im System, als mittelhohe Sicherheit deklariert. Deswegen wollen wir das Ganze jetzt wieder umschalten auf unsere PIN. Das heißt, ich gehe wieder hier hin, Sperrbildschirm. Jetzt muss ich diesen Bereich natürlich mit meinem bestehenden Muster freischalten. Zack, und dann gehe ich hier oben auf PIN, bietet mittelhohe Sicherheit. Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied zwischen mittlere und mittelhohe Sicherheit sein soll, aber okay. PIN, wir sehen hier noch, PIN bestätigen, ohne auf OK zu tippen. Das hat den Vorteil, dass ihr einfach nur eure 4 oder 6 Zahlen oder was ihr da nutzt eingebt und das Display sofort freischaltet, ohne dass ihr erst eben mit OK bestätigen müsst. Werden wir gleich mal einschalten, ist aber in Sachen Sicherheit natürlich wieder eine kleine Einschränkung, aber ist, denke ich, ganz praktisch. Hier steht jetzt, mindestens 6 Stellen werden empfohlen, müsst ihr aber nicht machen. Ihr seht, wenn ich hier wieder meine 4x0 eingebe, dann kann ich das genauso machen. Ich sage hier, das mache ich jetzt aktiv, sage weiter. Dann werde ich zwar gewarnt, diese PIN ist einfach zu erraten, da sie sich wieder
wiederholende Zahlen enthält. Ändern kann ich jetzt, ich sage trotzdem verwenden in meinem Fall, ist ja hier nur zur Demonstration. Zack, denkt euch da am besten eine vernünftige PIN aus. Komplex genug, aber so, dass ihr sie euch auch noch gut merken könnt. Okay, und dann habe ich das Ganze wieder so, wie ich es vorher hatte, nämlich wenn ich mein Display sperre und entriegel, dass ich dann hier meine PIN eingeben muss. Bei der PIN, wenn ich jetzt hier irgendwas anderes eintippe, dann sagt er hier auch PIN-Eingabe ungültig. Dann tippe ich die richtige ein und ihr seht, ohne auf OK zu drücken, entsperrt sofort mein Display. Also, das sind die Möglichkeiten, die ihr habt. Macht auf jeden Fall Gebrauch von einer dieser zumindest mittelhohen Sicherheiten, denn ja, wäre ja blöd, wenn ihr euer Gerät mal irgendwo liegen lasst und da kann dann jeder ran. Deswegen nehmt euch die Zeit, programmiert eine Displaysperre ein, entweder PIN oder Muster, empfehlen wir. Und das war's dann zu dem Thema und mit dem Video. Ich hoffe, dass ich euch hiermit ein bisschen helfen konnte, euch das Ganze gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben für uns da. Abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, tschüss.